Auch ich begrüße euch im Ortsteil Mülbe. Wir haben ja jetzt die, mit Mülbe beginnen wir die Vorortaktionen. Wir werden jeden Ortsteil besuchen. Ich habe dann bei mir in der Parteizentrale mal angerufen, geguckt, was ich alles sagen darf. Nachdem wir einen Pressebericht von einer anderen Wählervereinigung im Internet veröffentlicht wurde, wo dran stand, wir würden unsere Informationen oder unsere, ja, unser Verhalten immer mit Parteizentrale abstimmen, stimmt so nicht. Ich möchte noch mal extra darauf hinweisen, dass wir eine offene Liste haben, dass also bei uns auf der CDU-Liste CDU-Mitglieder kandidieren, wie auch Nicht-Mitglieder. Das auch nach außen zu tragen und der Bevölkerung mitzuteilen. Dass wir eben nicht parteiblind sind, sondern wir auch eine offene Liste haben und für jeden Bürger zugänglich sind. Und auch unabhängig im weitesten Sinne. Es ist so, dass wir uns darüber Gedanken gemacht haben, wie das für jeder neue Wahlperiode ist. Dass wir nicht nur uns die Dinge angucken, dass wir einmal gemeinsam was hingehen. Hauptschwerpunkt in Mülbe von der schlechtesten Straße, also nach der Simmersstraße war ich in der Weg Bauelsweg, ist die Maigrafenstraße eigentlich die schlechteste. Problem ist halt hier, dass oft Stammholz abgefahren wird und auch halt der Friedhof durch ist. Das heißt, das ist eigentlich eine Gefahrenquelle, gerade für ältere Leute, die halt noch zum Friedhof laufen und halt da dann ja, Stolpergefahr ist. Wir haben sehr viel Gurgäste, hauptsächlich halt auch ältere Leute. Und bei denen sind halt die Straße dann schon Zumutung. Man sieht jetzt mal, wie schlecht die Straße ist. Also es ist auch hier Handlungsbedarf von der Priorität. Ist halt aber Simmersstraße, Badenschwenderweg, Bauholzweg vorne dran und ist so jetzt auch in der Planung drin. Nachdem das Schwimmbad abgeschlossen ist, denke ich, im Straßenbau mehr investiert werden. Also denk gerade innerörtliche Straßenbau und so weiter hat höchste Priorität. Jetzt sind wir im Kurpark. Also in Mülbe haben wir wirklich mit dem schönsten Park. Also hier das Problem ist, sind die Instandhaltungsmaßnahmen. Man sieht es, also zum Dorffestival wird es immer schön gemacht, aber das ganze Jahr über sieht man jetzt zum Beispiel da drüber mit dem Umbau. Das nächste ist halt zum Beispiel auch der Mülleimer da drüber, haben wir schon ein paar Mal angedenkt gehabt, steht windschief da, ist kaputt. Das sind einfach Ledigkeiten, die den Park halt attraktiver machen würde oder die einfach dazu gehören. Wichtig ist es halt auch immer, dass man weiß, wo gibt es Zuschuss, um solche Maßnahmen zu machen. Also, jeder wird sie kennen, war ja schon oft im Gemeinderat, ist ja schon oft zu Tage getreten und ins Gespräch gekommen. Ist eigentlich auch erste Priorität. Aber die hat natürlich Wasserführung.